Vorsätze, Ziele und Wünsche, der Anfang eines jeden Jahres auch bei der Tanzabteilung des SC Siemensstadt. Sie startet auch das Jahr 2020 traditionell mit ihrem Neujahrsempfang. Am Samstagabend lud der Verein Jung und Alt zu sich ein, um das neue Jahr zu zelebrieren. Und wie könnte man das besser machen als mit einem Abend voller Tanz, Show und guter Laune? Der Neujahrsempfang findet etwa seit 12 Jahren statt. Vorher haben wir immer Weihnachtsfeiern gemacht. Und da die Mitglieder gesagt haben, ja, wir haben Weihnachtsfeiern in der Familie oder Weihnachtsfeiern im Betrieb, haben wir uns entschlossen, halt den Neujahrsempfang dafür zu machen. Und das Essen ist toll, die Leute sind toll und es ist einfach eine super Atmosphäre. Meine Trainer sind hier, das ganze Team. Ich tanze in der Standardformation vom OTK. Und es ist einfach gemeinsam hier nochmal Spaß haben und das ist super. Neben Speis und Trank wurde den zahlreichen Gästen auch ordentlich Show geboten. So zeigten Sabine und Marco Rissmann sowie Theresa Sommerkamp und Elian Preuß eine gute Laune-Performance im Boogie Woogie. Und die Tanzformation des OTK Schwarz-Weiß vom SC Siemensstadt lieferte eine atemberaubende Walzervorstellung inklusive Zugabe. Dazu wurden auch langjährige Vereinsmitglieder und Trainer geehrt, die jetzt teilweise schon bis zu 30 Jahre lang im Verein tanzen. Aber Neujahr dient ja bekanntermaßen nicht nur dazu, nach hinten zu schauen, sondern auch, sich Vorsätze für das kommende, das neue Jahr zu machen. Das ist auch beim SC Siemensstadt nicht anders. Ja, es ist so, dass wir versuchen, neue Gruppen Interessen zu wecken. Wir wollen in diesem Jahr mit Boogie Woogie anfangen und auch Swing anfangen, um alle verschiedenen Schattierungen des Tanzens halt anbieten zu können. Natürlich ist der Neujahrsempfang nicht die einzige Veranstaltung in diesem Jahr. Auch 2020 hält vielversprechende Termine bereit, die man sich rot im Kalender anstreichen sollte. Auch die Mitglieder sind schon voller Vorfreude. Riesentanzturnier, super viele Tänzer, schön, einfach schön. Am 15. Februar ist nochmal ein Ball hier und meine Freundin und ich haben überlegt, ob wir da gemeinsam hingehen wollen, also darauf würde ich mich freuen. Eine Sache, die aber auf gar keinen Fall zu kurz kommen darf und soll, ist das Tanzen und deswegen wurde auch bis in den späten Abend, bis in die Nacht hinein getanzt, getanzt und getanzt, auf dass alle Vorsätze, Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen.